Moin Moin und hallo zu den Brainbrandbohnen. Ich bin hier noch, um ehrlich zu sein, ein bisschen an Rumwerkeln und Rumprobieren, denn ich habe jetzt diese Roxio Game Capture HD Pro, die ich jetzt auch nach 3 Tagen endlich mal erfolgreich eingerichtet habe. Und ja, das wird jetzt quasi der erste Versuch, damit mal was anständig aufzunehmen, auch mit Facecam, wie ihr jetzt hier seht. Also wenn ihr es seht, dann war es erfolgreich. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt eine kleine kürzere Session. Ich habe mir so gedacht, ich hatte ja früher bei meinem alten Kanal mal das 30 Minuten Indie-Resantes. Da könnte man jetzt draus machen ein paar Minuten Indie-Resantes, weil ich weiß noch nicht genau, wie lange ich den Spaß jetzt machen werde. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen mal 2 kleine Spielchen, die ich jetzt schon so mal irgendwann gekauft habe, die ich auf meiner Festplatte sozusagen habe. Zeigt ihr euch einfach mal, weil ich persönlich finde sie ganz lustig, so für zwischenrein mal. Und zwar ist das einmal Impossible Game, wem das was sagen sollte. Das ist so ein Musikspiel. Es sind eigentlich alles beides Musikspiele. Das eine ist Impossible Game, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Da muss man so über Hindernisse springen und im Hintergrund passt sich halt die Musik an, kann man quasi sagen. Ist, wenn man es drauf hat, in 2 Minuten gegessen, das Ding. Das Blöde, ich habe es schon mehrere Stunden gespielt und habe es noch nicht einmal durchgehabt. Und das andere ist Techno Kitten Adventure. Das kennt wahrscheinlich auch schon ein paar von euch, weil das wurde auch schon mal auf anderen Spieleseiten präsentiert. Ist auch ganz witzig. Trash-Faktor ist ziemlich hoch angelegt. Fliegt man halt mit Katzen durch irgendwelche Welten und muss da fliegenden Würsten ausweichen. Ja, ihr werdet es ja dann sehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit was fangen wir an? Impossible Game würde ich sagen. So, Kopfhörer, weil ich will auch was hören. Und dann gehen wir doch einfach mal ins Spiel. Aber erst müssen wir noch in den Screen gehen. Und zwar jetzt. Wie gesagt, ist mein erster Versuch. Nicht böse sein. Ja, Impossible Game, da haben wir es schon. Es gibt auch noch ein Level Pack, mal gucken, wie viele Runden ich jetzt hier überlebe. Dann können wir das vielleicht auch nochmal angucken. Wie gesagt, das sind dann insgesamt 4 Level, glaube ich. Und ich habe noch keins davon geschafft. So, ja, How to Play, das ist nicht so schwer, braucht man jetzt nicht angucken. Medals gibt es auch ein paar. Aber fangen wir doch einfach mal an. Wie gesagt, im Standardspiel ist bloß ein Level, Fire Hour. Ja, und das ist das ganze Spiel. Man fährt mit diesem Würfel hier lang und muss den Sachen ausweichen, beziehungsweise über diese Würfel springen oder die als Brücke benutzen. Und es ist relativ tricky. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal gemacht. Aber es gibt halt so Stellen, da kommt man ins Verrecken nur mit Glück drüber, kann man sozusagen sagen. So eine Stelle kommt auch gleich. Oben stehen noch die Versuche. Ja, jetzt kommt ja die. Ach, geschafft, der Dreier. Die Dreier sind nochmal am beschissensten. Das wäre natürlich Weltklasse, wenn man es jetzt schaffen würde. So, mit Kamera und Druck. Ohne Ende. Auch immer meistens erfolgreicher. Ja, man muss halt eigentlich bloß A drücken. Ja, wenn sowas ist, dann halt. Man weiß nicht, was kommt. Man hätte wieder A drücken sollen und man darf wieder von ganz vorn anfangen. Ich werde mal 3 Versuche machen in dem Level, dann können wir nochmal das Level Pack angucken. Weil im Endeffekt, wie gesagt, es ist immer dasselbe. Aber es ist auch ein gewisser Suchtfaktor dabei. Also ich habe da mit einem Kumpel mal, mit dem ich mir auch den Kanal hier teile, Brainbandbohnen, haben wir mal von früh bis abends haben wir da dran gesessen, diesen Käse hier versucht und es einfach nicht gebacken bekommen. Irgendwann lässt er die Konzentration nach. Aber ich will ja auch mal wissen, was am Ende passiert, wenn man da doch durchkommt. Man kann auch im Train. Nicht aufgepasst. Einen Trainingsmodus anschalten, da kann man dann solche Checkpoints setzen und dann wird das aber halt alles nicht gewertet. Ich sag mal so, dort wo ich vor uns war, dann ist es nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit.
ja, Metal Unlocked ist zwar nett, aber dann leckt das Spiel wie immer wie die Hölle und ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich nicht verreckt bin. Wie gesagt, könnt ihr euch runterladen auf Xbox Live Mod Plays, 80 Punkte kostet das Hauptspiel und das Level Pack glaube ich auch nochmal 80, also 160. Okay, das war's. Also umgerechnet 2 Euro für zwischendurch. Wie gesagt, Suchtpotenzial ist relativ hoch angesetzt. Gucken wir noch mal kurz in das Level Pack rein. Da sind wie gesagt noch 3 andere Level drin, die es auch in sich haben. Da sind noch ein paar neue, andere Features drin, andere Gemeinheiten. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Da gibt es nämlich Chaos Fantasy, Heaven und irgendwas anderes. Faced, Fast, keine Ahnung. Fangen wir mal oben an, Chaos Fantasy. Ja, das sind jetzt natürlich auch andere Musikstücke. Die sind doch noch eine Ecke schwerer als das Hauptspiel. Wie gesagt, das Hauptspiel habe ich noch nicht mehr geschafft. Ich finde die Musik ja selber eigentlich auch sehr schön. So, hier jetzt doch mal da an der Decke rumfahren. Muss halt immer, man drückt eigentlich bloß A zum Springen. Man muss halt dann wirklich auch abschätzen, gerade wie hier, das ist wann. Wann lässt du los, wann springst du? Das ist also echt teilweise wirklich heavy. Ach, hier. Schon vergeigt. Ja, machen wir weiter, dass wir nicht so in Zeitdruck geraten. Gehen wir mal in Heaven rein. Das geht eigentlich noch vom Schwierigkeitsgrad, aber auch noch nicht geschafft. Na, irgendwo ist dann doch eine Stelle da. Und man muss halt immer wieder dorthin spielen, bis zu der Stelle. Wenn man wirklich schon weit gekommen ist, muss man halt wieder von vorne anfangen und wieder von vorne. Und man kommt einfach nicht weiter und irgendwann zerrt das dann doch an den Nerven. Ja, jetzt wird es kurz dunkel. Ich finde die Musik ganz lustig, obwohl ich ja nicht so Techno-Fan bin. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Wird's halt kurz dunkel. Und Face, die ist erst neu dazugekommen. Die habe ich noch gar nicht so oft gespielt. Die ist erst seit kurzem da drin. Okay, das war schon. Ja, komm, einen machen wir noch. Das war jetzt wirklich kurz. Ja, wie gesagt, irgendwann, es geht auch tierisch über die Augen, ey. Wenn man dann woanders hinguckt, da fliegt das Bild erstmal davon, sozusagen. Das kennt ihr vielleicht, wenn es so irgendwie, aber auch bei Credits, wenn man Credits wirklich, wenn man sich Credits wirklich anguckt, längere Weile, wenn das so von unten nach oben fährt, dann guckt man woanders hin, dann schwimmt das alles irgendwie sonst wohin. Man kann nicht mehr gerade gucken. So, ja, das war Impossible Game, wie ich finde, ein ganz lustiges Spiel für 2 Mark. Kann man nehmen, für zwischendurch. Wenn man doch noch 5 Minuten hat, bevor man auf Arbeit will, oder muss, besser gesagt, ist das was ganz Nettes. Ja, wie gesagt, das nächste Spiel, Techno Kitten Adventure. Gehen wir doch gleich mal rein. Das wohl beste Spiel der Welt, Techno Kitten Adventure. Fantastisch! Ja, auch wieder Techno. Ja, lässt sich ja auch so. Die Katze schon. Vom Feinsten. So, haben wir ja auch verschiedene Welten. Wir können ja alle mal anspielen. Machen wir ein Dream Pack. Dann kann man hier noch Katzen freispielen. Ich nehme ja gerne die Kotzen. Die regenbogenkotzende Katze. Ja, man fliegt halt hier rum, muss auch wieder A drücken zum Steigen und loslassen zum Runterfallen. Und diesen Sternengebilden ausweichen. Und man wird halt abgelenkt zwischen von all diesen Gedöns, was hier so rumfliegt. Irgendwelche Luftschiffe, Lichtkegel, Regenbogen. Wie gesagt, das wird halt, der Weg wird immer enger, solange man nicht stirbt. Und
die Ablenkungen werden auch immer schlimmer. Jetzt blinkt alles in Strobopop. Wir müssen hier nirgends anzuecken. Und ich finde die Musik auch wieder echt gut. Ja. Besser als was es in mancher Diskothek so läuft. Könnte auch eine CD reinwerfen. Wie gesagt, das ist jetzt noch das einfachste Level. Und auch das geht tierisch über die Augen. Mit der Zeit. Wenn da wirklich alles zusammenkommt, weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist, sozusagen. Ja, schade war's. War ein bisschen blöd. Ah, jetzt. Controller vibriert auch noch schön dazu. Also wie gesagt, die Musik. Ich bin ja doch eher so der Akustik-Gitarrist, so Schlagzeug und richtige Instrumente, nicht so Elektro-Gedöns, aber doch. Ab und zu geht das schon mal. Ja, und jetzt geht's halt hier schon los. Ja, ja, das wird dann nochmal eine Ecke schärfer. Aber ich fahre jetzt mal gegen die Wand, weil wir machen dann noch ein anderes Level. Und zwar, ich finde immer geil das Meatpack. Da kommen auch immer mal neue Sachen dazu. Ich will aber eine andere Katze noch haben. Steak Kitten, Level. Da kommen auch immer mal von Zeit zu Zeit noch Level dazu. Also das Meatpack war auch noch nicht von vornherein da. Am Anfang waren es 3, jetzt ist es mittlerweile schon 6, glaube ich. 6 Level. Finde ich gut, vor allem kostenlos. Kostet ja nichts. Kommt mal ein Update von 2 MB und dann hast man den Spaß. Ja, kann man sogar noch mitsingen, wenn man will. Wenn man noch dafür noch ein Auge frei hat. Ich hab's nicht. Und das ist halt so herrlich dreckig. Einfach eine Katze als. Ja, okay, hat mich auch gewusst. Einfach eine Katze als Steak rumliegen und dann fliegen hier Würste und hast du nicht gesehen, irgendein Spanferkel. Ah, das ist ja noch human. Ach, okay. Das ist halt ein Seitenwechsel. Geht auch noch. Wie gesagt, kostet... Nee, das war... Ich will nicht lügen. Das war, glaube ich, ein bisschen teuer. Das waren, glaube ich, 240. Aber ich habe das damals gesehen. Ich war so begeistert, weil es so herrlich bekloppt ist. Da dachte ich, das muss zu haben. Ja, mit fliegenden Würsten und Hotdogs, da kann man nichts falsch machen. Gucken, ob noch was kommt. Gut, ich fahre nochmal gegen die Wand. Jetzt mache ich mal das schwer, also in, für meine Begriffe, ne, 5 Level sind es. Für meine Begriffe das schwerste Level. Aber wieder mit einer anderen Katze. Das ist das Alien Kitten. Ja, nehmen wir. Wie gesagt, ich habe die anderen jetzt noch nicht freigespielt. Die kann man ab einer gewissen Punktzahl schaltet sich nochmal eine frei. Es dauert aber nicht lange, es ist relativ wenig, was man da braucht. Weil hier kommt dann so ein hässlicher Filter drüber, wo man nur noch so Löcher hat und da sieht man wirklich so gut wie nichts mehr. Aber die soll man gleich sehen, denke ich. Ich frage mich nur, ob der da das Spiel gemacht hat, die Musik auch selber gemacht hat. Aber vermutlich, sonst hätte er das nicht veröffentlichen dürfen. Oder das ist GEMA Free Musik, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne in die Comments schreiben. Ich würde mich freuen.
Ja, ich habe euch ja auch ein Let's Play versprochen, was ganz Großes, also weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es cool wird. Das ist es jetzt natürlich nicht hier. Also ich hätte jetzt denken, ja, das war jetzt groß angekündigt, diesen Käse hier. Nee, das kommt erst. Das ist noch gar nicht draußen. Sagen wir es mal so. Dauert noch ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber das wird dann das erste größere Projekt sein, dem ich mich widmen werde. Ich mache mal noch kurz weiter, weil gleich kommt dieser hässliche Filter. Er geht gar nicht. Ja, dieser Typ da unten, oh ja, hier, da ist er. Also, da muss man wirklich... Ich habe jetzt Glück, ich bin gerade gestorben und der Weg ist wieder relativ breit, aber wenn man da wirklich dann nur noch so einen engen Weg hat, hat man keine Chance. Mal gucken, ob noch was kommt. Das Level wir mal durch, also ein bisschen Musik wieder von vorne hängt, dann geht das Level auch wieder von vorne los. Wie gesagt, ist auch nichts für Leute, die jetzt irgendwie wirklich anfällig sind für solche Lichter. Ich weiß jetzt gleich gar nicht, wie man das bezeichnet. Was auch immer in den... Ah, hier, das geht auch gar nicht. Was auch immer in den Gebrauchsanleitungen steht, wenn sie anfällig sind für Licht und haben sie nicht gesehen, dann Finger weglassen. Das sollte man hier äußerst groß am Anfang hinschreiben. Also sonst liegen hier massig Leute einfach nur im Wohnzimmer, röcheln vor sich hin und ja, das wollen wir ja nicht. So bescheuert, ohne Scheiß. Fliegende Herzen, Yin und Yang und irgendein Vieh in einem Flugzeug und Pistolen und jetzt verreck ich ja am laufenden Band. Und Blumen, die grinsen. Aliens. Irgendein Typ mit einem wirklich einzigartigen Hüftschwung. Ja, das war's jetzt, glaube ich. Genau, jetzt geht's wieder von dir. Ja, machen wir mal Pause. Ich setze mal meine Kopfhörer wieder ab. Ja, das war Techno Kitten Adventure. Ein ganz fantastisches Spiel, wie ich immer noch finde. Ja, schreibt mal in die Comments, was ihr davon haltet. Habt ihr das vielleicht selber? Habt ihr das vielleicht schon mal jedes Level am Stück durchgespielt? Oder bloß eins? Ich habe persönlich bloß das erste Mal geschafft. Ja, und das andere Impossible Game, auch ganz nett. Wie gesagt, für zwischendurch. Ich meine, für einen Euro... So viel wert sind manche Vollpreisspiele nicht, finde ich. Da macht man ja, denke ich, nichts verkehrt. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Versuch erstmal gewesen, wegen der ganzen Aufnahme, wie das so funktioniert. Ja, ich werde den ganzen Spaß jetzt zusammenschnipseln. Ihr werdet ja sehen, wenn es dann oben ist, ob es mir gelungen ist oder nicht, aber ich denke mal schon. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei dem Brain Bun Bone. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis später.